Ja, guten Abend zusammen. Heute melde ich mich mal wieder von zu Hause mit einem kurzen Video. Ich wollte mal ganz kurz die Frage beantworten, ob es eigentlich möglich ist, ein Virus auf dem Mac zu bekommen. Und ich muss euch dazu sagen, dass eigentlich natürlich der Mac der sicherste Computer der Welt ist, aus meiner Sicht, und damit es eigentlich fast unmöglich ist, natürlich sich ein Virus einzufangen. Aber ich möchte euch direkt auch mal zeigen, dass sich Viren durchaus auf dem Mac befinden können. Wie das ist und wie das sein kann, das seht ihr gleich in dem Video. Ist wirklich nur ein kurzes Video, guckt euch mal an, ist vielleicht ganz informativ. Wenn ihr euch das Video anschaut, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Kostet ja nichts, also nicht viel, sondern kostet gar nichts. Also bitte dann einfach dran denken, den Kanal zu abonnieren. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen hoch, und alles andere seht ihr jetzt im Video. Um testen zu können, ob ein Virus auf dem Mac sich befindet, habe ich ein Virenprogramm installiert. Hier jetzt das Virenprogramm F-Secure von F-Secure GmbH aus Deutschland. Das hat im Grunde genommen eigentlich immer ganz gut abgeschnitten. Also es ist immer so in den Top 5, Top 10 zu finden bei den Virenprogrammtests. Ja, nach der Installation habe ich dann mal angefangen zu suchen. Wie ihr hier sehen könnt, sind doch schon etliche Viren gefunden worden. Ich hatte dieses Resultat erwartet. Da ihr ja euch vielleicht erinnern könnt, falls ihr meine Videos schon gesehen habt zum Thema Virus, habe ich ja hier das eine oder andere Video schon mal gemacht. Und in der Regel waren die hier auch immer als Mail-Anhang mit dabei. Das Virenprogramm hat die nicht wie üblicherweise in die Quarantäne verschoben, sondern hier in den Papierkorb. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil, weil jetzt können wir die hier aus dem Papierkorb heraus in das Online-Tool Virus Total packen, um dann die Ergebnisse zu sehen. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir verschiedenste Dateiformate, die unterschiedliche Endungen haben, also es können ZIP-Dateien sein oder auch PDF-Dateien, die letztendlich nichts anderes sind als ein Virus. Das Dateiformat Ende ist lediglich eine Tarnung. Also hier befindet sich im Normalfall eine ausführbare Datei, die durch Doppelklick dann letztendlich den Virus offenbart. Wenn man in einem Windows-Computer diese Viren dann mit Doppelklick öffnet, dann werden die natürlich aktiviert. Das, die eigentliche Funktion, die man erwartet hat, also meinetwegen PDF zu öffnen oder ähnliches, die wird hier gerade nicht stattfinden, sondern man wundert sich nur und im Hintergrund wird der Virus dann geöffnet. Ja, die Viren werden von Virus Total alle erkannt. Wie ihr sehen könnt, sind die unter verschiedensten Namen hier erkannt worden. Letztendlich spielt der Name aber überhaupt gar keine Rolle, weil wichtig ist halt, dass der Virus an sich erkannt wird. Hellhörig sollte man natürlich schon mal sein, wenn jetzt hier besonders der Lucky-Virus erkannt wird. Das ist ein sehr aggressiver Erpresservirus, der letztendlich hier die Daten auch alle verschlüsselt, Bilder, Dokumente, Excel-Dateien, um dann per Bitcoin die Freigabe zu erpressen, was aber nicht gelingt und von der Polizei auch nicht empfohlen wird. Ja, mit Virus Total könnt ihr also verdächtige Anhänge prüfen, um zu sehen, ob ihr die ohne weiteres nutzen könnt oder weiterleiten könnt, falls euer Virenprogramm dann an der Stelle versagt. Ja, das war es dann letztendlich auch schon mit dem Virus. Ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen geholfen. Ja, wie ihr gesehen habt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Viren auf dem Mac zu haben. Hier jetzt natürlich als E-Mail-Anhang. Im Grunde genommen sind diese Viren jetzt erstmal unschädlich für den Mac, weil die sind natürlich für die Windows-Oberfläche geschrieben worden. Aber man kann natürlich hier gut dran erkennen, dass auch ihr aufpassen müsst, dass ihr diese Viren nicht weiterleitet oder ähnliches. Nutzt einfach die Tools, die ich euch jetzt gezeigt habe, vor allen Dingen dieses Online-Tool, um die Dateien zu prüfen.
dann solltet ihr natürlich da keine Probleme haben, diese auch ordentlich zu erkennen. Oder installiert gerne ein Virenprogramm auf dem Mac. Ist nicht, eigentlich nicht unbedingt nötig, aber wenn ihr natürlich jetzt so wie ich gerne mal testen wollt, ob euer Mac irgendwelche Dateien abspeichert, die ein Virus sind, dann ist das natürlich wichtig. Nochmal ein kleines, kleinen Hinweis zu dem Lucky-Virus. Ich habe ja schon einen Bericht darüber geschrieben oder auch ein Video dazu gemacht. Immer gut aufpassen, dass der bösartigste Virus, den ich kenne, der Lucky oder auch Abarten des Luckys, die sind grauenvoll, weil die verschlüsseln im Grunde genommen alle Dateien. Man wird hier erpresst und bekommt am Ende wahrscheinlich dann doch nichts wieder. Wir haben schon den einen oder anderen Kunden, der mit betroffen war. Wir haben den Kunden empfohlen, bitte die Dateien bzw. den Computer oder die Festplatte halt aufzuheben, solange bis es eine sinnvolle Entschlüsselungsmöglichkeit gibt. Auf gar keinen Fall, und das empfiehlt auch die Polizei, bei Erpresservideos dann dort irgendein Lösegeld zahlen. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, denkt dran, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr noch Fragen, dürft ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen. Und nochmal den Hinweis, ich weiß, auch wenn es manchmal nervt, bitte diesen Kanal abonnieren, kostet euch nichts, es hilft aber. Danke, tschüss.